Telefonisch aus London zugeschaltet, Arndt Strigler. Arndt, man mag nicht glauben, dass Behörden teilweise wussten von den Vorgängen und trotzdem nichts unternommen haben. Das ist richtig. Heute Morgen ist man hier in England geschockt. Geschockt zum einen angesichts der hohen Zahl von Missbrauchsopfern. Da ist von mindestens 1400 missbrauchten Kindern und Teenagern die Rede. Geschockt aber auch, weil diese Misshandlungen ganz offenbar über viele Jahre mehr oder weniger tagtäglich vonstatten gehen konnten und offenbar sowohl die Polizei als auch die Sozialbehörden von Rotherham in Nordengland von diesen Misshandlungen wussten, aber nichts taten. Man fragt sich hier in England schlicht und ergreifend heute Morgen, wie konnte es dazu kommen? Wir haben gerade diese fünf Männer im Bild gesehen. Wer sind diese Männer, die verantwortlich sein sollen für diese Vergewaltigung? Nur diese fünf Männer sind einige der Hauptverdächtigen, die hinter diesen Missbrauchsvorwürfen stehen. Und wir müssen darauf hinweisen, dass es sich bislang nur um Vorwürfe handelt. Allerdings gibt es laut Polizeibehörden ganz eindeutige Beweise, dass nicht nur diese fünf Männer, sondern wesentlich mehr Täter involviert sind in diesen Straftaten. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass ganz offensichtlich rassistische Motivationsgründe mit im Spiel waren. Die Täter waren meist pakistanischer Herkunft, die Opfer meist weiß. Auch das schockt hier. Und viele stellen sich die bange Frage, gibt es vielleicht noch mehr solche Opfer, die jetzt in den nächsten Tagen sich melden werden? Arndt Strigler, danke nach London.